Mit einem großen Sommerfest hat Peter Binder, Geschäftsführer der Binder GmbH in Tuttlingen, die neue große Werkshalle 11 feierlich eingeweiht. Heute werden in der Halle noch saftige Steaks produziert, aber das soll sich schnell ändern. Alles fix fertig und umgezogen wird etwa im Ende August sein, damit wir ab September für das starke, hoffentlich starke Herbstgeschäft gerüstet sind. Wenn der Umzug erledigt ist und die Maschinen in der Halle stehen, ist Alkohol am Arbeitsplatz kein so gern gesehener Gast mehr. Aber wie es sich für eine zünftige Einweihungsfeier gehört, darf heute ein kühles Bier nicht fehlen. Im August wird die Halle 11 schließlich von der Fest- zur Montagehalle. Die gesamte Endmontage, Qualitätssicherung und auch der Versand wird in dieser Halle sein und erlaubt eben durch die neuen Strukturen wesentlich bessere Abläufe, höhere Qualität und bessere Effizienz. Beim Herumspringen in der Hüpfburg oder auf dem Rücken der Pferde können schon die ganz Kleinen die Firma Binder kennenlernen. Vielleicht behalten die Mitarbeiter von morgen den Betrieb ja so in süßer Erinnerung. Mitarbeitertechnisch werden wir hier am Standort Tuttlingen sicher 100 bis 150 neue Arbeitsplätze schaffen. Also werden hier von heute etwa 350 auf über 450 Mitarbeiter wachsen. Die Werkshalle 11 soll der Schlüssel zum sogenannten Projekt 2016 des Unternehmens sein. Peter Binder plant schon seit Jahren, sein Geschäft auszubauen, aber seit der Wirtschafts- und der Finanzkrise ticken die Uhren auch hier langsamer. Hier geht es einfach darum, Binder nachhaltig als globalen Spitzenanbieter zu positionieren. Dazu braucht man eine gewisse Größe und konkret sieht der Plan 2016 die Umsatzverdoppelung auf dann 120 Millionen Euro vor. Auch die Geschäftszahlen bieten Grund zum Feiern. Im ersten und zweiten Quartal hat der Simulationsschränkehersteller schon 22% mehr Umsatz als im Vorjahr erwirtschaftet.